Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Fresh Out of the Bed, Sonjas Frühstücksfernsehen-Video. Sozusagen beinahe frisch aus der Meditation am frühen Morgen. Ich habe heute Morgen bei Facebook und Instagram schon angekündigt, dass ich eine Inspiration aus der Kraft der Sonne bekommen habe. Deshalb auch mein Sonnenpullover heute Morgen, auch wenn es sehr warm ist hier auf Mallorca, aber es musste einfach sein. Ich muss mir noch ein T-Shirt malen mit einem Sonnensymbol. Ich bin so, so intensiv mit der Sonne verbunden, mein ganzes Leben lang, nicht umsonst mein Vorname Sonja. Und dieses Video heißt nicht umsonst Download, Mut und Power. Ich selber habe schon so oft einen solchen Download von der Sonne bekommen und heute war ganz klar die Botschaft, ich möge doch bitte weitergeben, wie ich das mache. Und ich möchte vorab erklären, bevor ich euch erkläre, wie ich das tue und wie ihr das machen könnt, was es mit diesem Thema auch auf sich hat. Ich hatte vor kurzem ein Video gemacht, das heißt Mut statt Wut, das verlinke ich euch mal hier oben. Und darin geht es darum, dass wir ja sehr stark beeinflusst werden im Moment von den ganzen Emotionen um uns herum, von den Menschen, die teilweise große Angst haben vor dem, was gerade passiert und noch passieren könnte. Wir wissen ja alle nicht genau, was passieren wird. Und es ist gerade für die sensiblen, hochsensiblen Menschen eine große Herausforderung, dass wir stabil bleiben, in unserer Mitte bleiben. In all meinen letzten Videos habe ich darüber gesprochen, wie wir auch mit der Spaltung der Gesellschaft umgehen können, die so sehr von so unterschiedlichen Meinungen und persönlichen Wahrheiten geprägt ist. Dazu hatte ich das Video gemacht, Riss durch die Gesellschaft. Das verlinke ich euch auch mal hier oben. Und wie immer, alle relevanten Videos, die zu diesem Video passen, unten in der Videobeschreibung, damit ihr nachschauen könnt, euch auch noch mehr informieren könnt. Ich werde auch wahrscheinlich den einen oder anderen Internetartikel zu bestimmten Themen noch unten eintragen. Denn es ist schon sehr speziell, so einen Download zu bekommen und sich abzuholen. Letztlich ist alles, was wir erleben in dieser Illusion namens Leben, in diesem Spiel namens Leben, alles Energie. Das haben schon so viele schlaue Köpfe seit alters her, auch schon im Altertum, philosophisch begründet. Und mittlerweile ist die Wissenschaft so weit, dass sie viele, viele dieser Thesen, dieser Gedanken, dieser Philosophien auch beweisen kann. Und diese Downloads, das kam heute Morgen in meiner Meditation, sind im Endeffekt sehr, sehr gut vergleichbar mit Apps. Mittlerweile haben wir uns so sehr daran gewöhnt, dass es das Internet gibt. Wir haben das Internet nicht nur auf dem Computer wie vor 20, 30 Jahren, sondern wir haben es sogar in unseren Smartphones. Ich nehme gerade dieses Video mit meinem Smartphone auf, lade es nachher hoch in die Cloud, in das Internet. Und das Internet ist einfach nur ein riesiges Netzwerk, ein globales Netzwerk aus vielen Schaltzentralen, aus vielen Knotenpunkten, wo diese ganzen Informationen in Riesenrechnern gespeichert werden, damit wir darauf zugreifen können. Einige Seiten sind gesichert, mehr oder weniger gut, andere sind für die Öffentlichkeit offen, wie YouTube zum Beispiel. Und Facebook und Instagram, diese sozialen Netzwerke, die innerhalb des Internets entstanden sind. Und wir können uns jederzeit Informationen aus dem Internet herausholen. Ja, der Begriff ausgoogeln oder googeln ist ja mittlerweile ein eigener Begriff geworden, obwohl Google nur eine von vielen Forschungszentralen ist, wo man eben Informationen abrufen kann, nachfragen kann. Wie geht das? Was mache ich da? Und im Endeffekt ist das Internet nur eine Abbildung
dessen, was im Universum, also um die Erde herum, immer an Informationen da ist. Ich habe es schon oft in meinen Videos erwähnt. Und ich bin ganz sicher, dass das sogenannte morphogenetische Feld oder morphische Feld, das Rupert Sheldrake als erster so richtig intensiv beschrieben und erforscht hat, demnächst auch wissenschaftlich belegt werden kann. Ich werde euch den Wikipedia-Artikel auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Sehr, sehr interessant. Es gibt auch Bücher, sehr interessante Bücher von Rupert Sheldrake und schon viele, viele Artikel in YouTube etc. Über dieses Feld. Und das ist wirklich wie die Cloud, die ja mittlerweile auch sehr bekannt ist, wo man seine Daten hochladen kann, mehr oder weniger gesichert, und auf die man dann von überall her zugreifen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir alle in diesem morphischen Feld lesen können. Manche nennen es auch Akasha-Chronik und das ist schon Jahrtausende alt, dieser Begriff. Es gibt Menschen, die einen sehr starken Zugang haben und andere, die das üben können. Ja, das ist wie mit Laufen lernen, Schreiben lernen, Singen lernen. Die einen haben eine große Begabung, die können zum Beispiel sehr schnell laufen oder sehr schön schreiben oder sehr schön singen. Aber lernen kann es jeder. Jetzt im Moment brauchen ganz, ganz viele Menschen auf der Erde Mut und Kraft. Und die Sonne ist als unser Heimatstern, den wir jeden Tag sehen können, mehr oder weniger, je nachdem, ob es Wolken am Himmel gibt oder nicht. Die Sonne ist übrigens ja im Deutsch fast aus die einzige weibliche Bezeichnung der Sonne, denn in fast allen anderen Sprachen weltweit heißt es der Sonne mit einem männlichen Artikel. Und es ist auch durchaus nachvollziehbar, wenn ich mich mit unserem Heimatstern verbinde, dann ist es für mich auch eher eine neutrale oder eher männliche Kraft. Und diese Kraft, diese Intelligenz, für mich ist die Erde eine Intelligenz, mit der ich kommunizieren kann. Ich habe schon ganz viele Channelings mit der Erde gemacht. Und auch die Sonne ist für mich eine Intelligenz, mit der ich kommuniziere. Vor 20 Jahren, als ich extrem depressiv und krank war, kam der Impuls, ohne dass ich wusste, wie Channeln oder diese ganzen Dinge funktionieren, die ich heute selbstverständlich mache, mich mit der Sonne zu verbinden. Und ich bin wirklich hineingeführt worden. Und ich habe mich in der Sonne regeneriert. Ich habe mich selbst geheilt, indem ich mich in die Sonne geträumt habe. Und jetzt gibt es mittlerweile schon Forschungen, die sagen, dass die ganzen Sterne, und man nennt ja auch unsere Sonne Stern, weil sie leuchtet, weil sie ganz viel Energie abstrahlt, anders als unsere Erde, die nur sehr mäßig Energie abstrahlt, deshalb können wir auf der Oberfläche leben. Aber sie hat ihre eigene Schwingung, das ist die Schumann-Frequenz, die kann man messen. Darüber spreche ich ja auch oft in meinen Videos. Es gab übrigens einen sehr starken Ausschlag in den letzten Tagen, vor allen Dingen gestern. Das haben viele auch physisch gemerkt. Vielleicht kommt deshalb, nein, ich korrigiere mich, deshalb kommt heute die Botschaft. Deshalb kann man sich wirklich in diese Energie direkt hineinbegeben. Es wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch viele, viele Forschungen geben, die all diese Thesen bestätigen, dass im Endeffekt nichts wirklich feste Materie ist, auch wenn wir glauben, dass das so ist, ja. Die Wand hinter mir, dieses Kissen hinter mir, das immer krumm ist, das ist alles scheinbar feste Materie, aber im Endeffekt ist es hochschwingende oder niedrig schwingende Energie. That's it, das war's, mehr nicht. Also, wie kann man Energie aus dem morphischen Feld, von der Sonne, von anderen Sternen, aus dem Universum herunterladen? Es ist ganz einfach.
Ich bin sicher, dass die meisten Menschen, die das Video jetzt schauen, schon die ein oder andere App heruntergeladen haben oder Programme heruntergeladen haben. Ja, heute heißt es App, früher hieß es Programme. Und genau so könnt ihr euch das vorstellen. Nur dass wir in dem Fall der Computer sind, unser Körper. Und auch das ist eine sehr gute Metapher. Denn jede Zelle ist hochintelligent. Auch das habe ich schon oft gesagt. Ich erinnere euch ja immer wieder nur an viele Sachen, die ich immer wieder sage. Jede Zelle besteht aus einer Zellmasse und einer Zellwand, einer Membran. In der Membran sind ganz, ganz viele kleine Aspekte, die die Zelle lebendig machen. Und der Zellkern im Inneren der Zelle besteht aus den Mitochondrien. Mittlerweile ist bekannt, dass es nicht nur sozusagen wenige Mitochondrien gibt, die die Zelle als Kraftwerk am Leben halten, sondern Tausende. Und ich bin sicher, irgendwann wird man einen Weg gefunden haben, dass jede Zelle wie eine eigene Batterie fungieren kann, um etwas zu bewegen. Nicht nur unseren Körper, sondern auch anderes, dass wir Energie übertragen können. Und hey, es geht nur darum, das zu beweisen. Aber diejenigen, die Energiearbeit machen, machen ja nichts anderes. Wir sind eine riesengroße Batterie aus vielen kleinen Batterien zusammengesetzt. Aus lebendigen, intelligenten Lebewesen namens Zellen, die einst aus zwei verschiedenen Zellarten, aus Einzellern zusammengeschlossen wurden, sich zusammengeschlossen haben. Die eine Zellform hat das Drumherum gebildet und die andere den Zellkern. Und alles in uns ist hochintelligent. Wir sind wie ein Megacomputer. Und dieser Megacomputer, der aus vielen, vielen kleinen Computern besteht, kann etwas herunterladen. Ihr kennt doch das Wort Geistesblitz, Inspiration, Intuition. Das bedeutet nur, dass wir etwas empfangen haben aus dem Außen. Und das Außen ist dieses morphogenetische oder morphische Feld. Ich hoffe, ich habe das jetzt ein kleines bisschen transparent gemacht, wie das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, ich verlinke euch unten noch den Artikel. Dann könnt ihr das selber nachlesen. Es gibt bestimmt auch interessante Bücher. Ich habe das ja immer, wie immer, alles selber erfahren und hinterher erfahren, dass es darüber Bücher gibt, um das zu bestätigen, was ich fühle. So, wenn ihr euch jetzt also vorstellt, ihr seid dieser große Computer und dieser große Computer braucht ein neues Programm, etwas, das er noch nicht kann und weiß, dann könnt ihr euch mit dem Herzen und mit dem Geist, ich sage jetzt bewusst Geist, nicht Verstand. Der Verstand mit dem Ego gekoppelt blockiert sowas manchmal und sagt, das kann nicht funktionieren. Deshalb darf der Verstand mit dem Ego gerade mal spielen gehen. Pause für die beiden. Also Bewusstsein, Geist, Herz öffnen. Und ihr könnt euch in dem Fall heute mal mit der Sonne verbinden. Stellt euch unseren Heimatstern als gigantischen Megacomputer vor. Das, was ihr seid, was ich bin, in hochpotenzierter Form. Eine Megaintelligenz. Ein Megacomputer, der unendlich viele Infos abgespeichert hat. Und ihr könnt euch in einer Meditation bitte verbinden. Einfach zur Ruhe kommen, entspannen, Bewusstsein, Geist, Herz öffnen und diesen Megacomputer bitten, euch jetzt Mut und Kraft zu schenken. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie diese Kraft, dieser Mut in euch hineinströmt, als pure Energie und Information. Genauso
wie ihr aus dem Internet ein Programm herunterladet. Und stellt euch vor, wie sich jetzt alle Zellen anschließen und dieses Programm herunterladen. Jede einzelne Zelle sammelt jetzt Mut und Kraft. Und spürt, wie diese Kraft, diese Power, dieser Mut euch jetzt anfüllt. Ihr könnt diesem Mut und dieser Kraft eine Farbe geben. Ich persönlich bevorzuge in solchen Fällen die Powerfarben Gelb, Orange, Rot und fülle mich damit auf. Von oben bis unten. Wenn mein Körper satt ist mit dieser Kraft, mit diesem Leuchten, mit diesen Farben, mit dieser Energie, dann dehne ich sie noch über meinen Körper hinaus aus. Denn wir haben um uns herum ja unsere Aura, unser Energiefeld. Auch das kann man messen, das kann man abbilden mit der sogenannten Kirlian-Fotografie, der Aura-Fotografie. Sehr, sehr interessant. Wäre mal interessant, das zu fotografieren, wenn man einen Download gemacht hat, wie dann das Energiefeld aussieht. So, und dann dehne ich diese Kraft aus in mein Energiefeld und das morphogenetische Feld meines Körpers, meines Seins auf der Erde ist in vielen Schichten gepackt. Das haben schon viele alte Kulturen sogar bildlich dargestellt. Je mehr Energie wir herunterladen, desto größer ist unser Energiefeld. Ich hatte in einem meiner letzten Videos davon gesprochen, dass eine liebe Bekannte von mir, die auch gechannelt hatte, es war nicht Nancy Holten, sondern es war Gabriela aus München. Und sie hat die Info bekommen, dass wir unser Energiefeld bitte aktuell 15 Kilometer im Durchmesser machen sollten. Ihr könnt euch mal überlegen, was so 15 Kilometer oder 7 bis 8 Kilometer um euch herum, nach links, rechts, oben, unten, in alle Richtungen so ist. Und dann dehnt ihr euer Feld aus Mut und Power und Kraft einfach mal so weit aus. Leuchtend stark. Das Wundervolle ist, dass dadurch nicht nur ihr neuen Mut habt, wofür auch immer ihr ihn braucht, dass ihr Power habt, wofür auch immer ihr es anwenden wollt, sondern dass ihr damit ja auch diese Kraft um euch herum verteilt, sodass die Menschen, die Tiere, die Natur, alles, was um euch herum ist, diese Kraft auch nutzen kann. Und ihr könnt in das Informationsfeld auch noch die Information geben zum Wohle aller Beteiligten. Das ist immer mein Lieblingsspruch, meine Lieblingsergänzung. Wenn ich jemandem Energie sende, Liebe sende, dann zum Wohle aller Beteiligten, damit Frieden, Gerechtigkeit, Freude herrscht, damit diese Kraft nicht missbraucht wird, wie auch immer wir das jetzt wieder definieren wollen. Also, natürlich stehen uns ganz viele andere sogenannte Apps zur Verfügung, die wir herunterladen können. Ihr könnt genauso gut auch Freude herunterladen, wenn ihr traurig seid. Ihr könnt Trost, Schutz, Liebe herunterladen. Letztlich ist alles immer mit allem im Austausch. Nur der Mensch begrenzt sich, indem er sagt, das kann ich nicht. Das ist unsere innere Begrenzung, das sind unsere inneren Programme. Ja? Wenn wir vor etwas Angst haben, etwas zu tun, dann sagen wir, das kann ich nicht. Also das sagt der Verstand mit dem Ego, die wir ja gerade spielen geschickt haben. Und dann dürfen wir Verstand und Ego sagen, hallo, doch, ich kann das. Und ich lade mir jetzt meine App runter. Okay, also ich möchte das tun. Ich habe zum Beispiel eine Haiphobie gehabt und mein liebevoller Ex-Mann und bester Freund Siranus hat mir sehr, sehr dabei geholfen, diese Haiphobie so zu transformieren, die ich seit meiner Kindheit hatte, obwohl ich sehr, sehr gut schwimmen kann, habe ich mich nicht ins Meer getraut und hatte Hai-Albträume jede Nacht. Er hat mir geholfen, die Albträume sind fort, wundervoll. Ich kann ins Meer gehen, großartig. Manchmal kommt aber diese Haiphobie noch durch.
Warum auch immer, hat verschiedenste Gründe, ist völlig in Ordnung und ich werde weiter daran arbeiten. Aber hey, ich bin im Meer. Es ist großartig und ich habe immer mal wieder so Tests, dass ich dann Hai-Filme schaue, um zu sehen, also Spielfilme, Dokumentationen, was macht das mit mir? Und ich habe gestern wieder eingeschaut und ich habe super geschlafen. Ich hatte keinen Albtraum. Ich bin auch nicht wahnsinnig geworden vor Angst während dieses Films. Und es hat mir gezeigt, boah, ich habe mich so entwickelt. Bin so über diese massive Angstgrenze hinausgegangen, die mir wirklich Todesangst gemacht hat. Und es hat mich total glücklich gemacht. Also, ich lade euch ein, ich lade dich ein. Lad dir diese Kraft herunter. Sie ist jetzt super präsent. Es gibt nämlich Zeiten, in denen diese Kräfte besonders stark auf die Erde kommen. Deshalb mache ich diese aktuelle Energievideos. Jetzt stehen uns Mut und Power extrem intensiv zur Verfügung. Also öffnet euer Bewusstsein, euer Herz, euer ganzes Feld dafür. Lasst euch fluten, lasst euch nähren, auftanken und genießt diese Kraft. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen hat. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben, mir ein Abo dalassen, wenn ihr die Glocke drückt. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich wieder etwas Neues veröffentlicht habe. Ich werde noch zwei Videos heute aufnehmen zu meinen zwei neuen Sterntoren. Das steht schon lange an, aber wegen Schweigezeit und Urlaub habe ich es verschoben. Jetzt ist die Energie super intensiv da. Ich nutze heute auch diese Power und danach werde ich einen super schönen Freundinnentag machen, neue Fotos machen und ja, habt einfach ganz viel Spaß. Und ja, bei Facebook und Instagram seht ihr dann die Fotos, die wir machen werden, ein paar davon. Und die Videos kommen dann in den nächsten Tagen. Ganz, ganz viel Liebe zu euch, ganz viel Power für euch. Genießt eure Zeit, dafür sind wir hier auf der Erde. Also, wir sehen uns. Bye, bye.